falls ihr schon mal von mir und meiner Ziegenkäsephobie gehört habt, dann wisst ihr, das ist für mich, das ist jetzt kein Spaß. Aber ich habe mich ja schon um das, was war's denn letztes Mal, um die Mock-Turtle-Suppe herum gemogelt. Da dachte ich mir, ich probiere es jetzt mal. Weil ja immer alle sagen, ach, das schmeckt total gut. Das schmeckt überhaupt nicht nach Streichelzoo oder Paarhufer. Macht dir keine Sorgen. Und ich sage euch, ich würde zugeben, wenn es so wäre. Ich bin aber überzeugt davon, ohne mit Vorurteilen ranzugehen, ich werde es rausschmecken. Das ist so. Das ist, ihr müsst euch das vorstellen, ich habe einen Detektor dafür. Das ist so, als ob jemand in den olympischen Schwimmpool pinkelt, aber nur so ein Tröpfchen reinlässt. Es gibt ja so Haie, die das erschnüffeln können. Und so ist es bei mir mit Ziegenkäse. Ich habe ja die These, dass Äpfel der Vorfahre, der noch lebende Vorfahre der Kirsche sind. Weil der Biss auf einen Apfelkern einen intensiven Kirschgeschmack. Weißt du, was ich meine? Nee, gar nicht mehr. Also, Florian, das tut mir schon leid an dieser Stelle. So einen ganz leichten. Hast du schon mal Kirschsaft getrunken? Der ja durchaus anders schmeckt als Kirschen. Jetzt kommt's. Da meinst du nicht dein Ernst. Ist so, oder? So ein bisschen, stell dir so ein Glas Kirschsaft vor. Das ist wirklich so. Ich meine, ich bin natürlich jetzt stark manipuliert von dir. Aber nein, ich will dir nur den Weg weisen zum Licht. Und als Nachtisch feine Creme Brûlée mit Karamellzucker. Da freue ich mich sehr drauf. Hier kommt nämlich dann auch endlich der gute Freund des Hauses hier an den Start. Captain, ja, der gute Laune Zigarettenmacher. Sind natürlich alle so semi-kühl, so wie sich das auch gehört für diese Jahreszeit. Denn wer will schon sich eine Eisbahn in den Rachen schießen? Du, wir erinnern uns alle an Boskop 2015, das war eine Offenbarung, oh, diese Ernte. Mm. Das war ein Traum. Aber ich am Keller. Du, das werden wir so nie wieder sehen. F steht für Funktion. Hier wird die Heißheit eingestellt. Und hier soll ja wohl eine Uhr, ne? Das ist eine Stoppuhr wahrscheinlich. Also sie zählt progressiv. Dann ist das andere doch wahrscheinlich der Timer, ne? Das hier. Ja, probieren wir mal aus. Was stand da drauf? Oh Gott, das ist, wenn die Sekunden schon so lange dauern. Es hat einen Hauch von Tee. Primär, aber also wenn das ein Hauch ist, dann habe ich sagen wir mal einen Zuckerorkan und einen ordentlichen Windstoß Pfirsichsaftgetränk im Mund gerade gehabt. Der Tee ist nun wirklich so, dass das, was als letztes sagt. Ach komm, ach, bevor sich die Zugtüren schließen, ich will auch noch an Bord. Ist aber nur noch so ein schäbiger Speersitz da. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Boah. Ja, komm. Hä? Ja, genau, warum? Das gab's doch eben nicht, diese Funktion. End. Ich hab doch mehrfach das Menü. So, also, das sind doch jetzt dann. Ich stell mich wirklich dumm an. Das ist doch nicht selbsterklärend. Heißt es jetzt, ich habe die Uhr auf 12.30 Uhr gestellt und um 11 Uhr soll der Ofen ausgehen? Und wie kann ich das denn jetzt löschen? Wie kann ich das denn jetzt einfach löschen? Oder übernimmt der jetzt wirklich irgendwie jetzt 0 Uhr dann gleich? Ich kapiere es nicht. End. Ist das die Endzeit? Also da, wo der Ofen. Nein! Es gibt kein 59:59 Uhr. Und erzählt mir nicht, dass ihr es sofort gerafft habt auf Anhieb. Ich habe es bis jetzt nicht verstanden. Und ich bin ein sehr intelligenter Mensch. Sehr. Und geduldig. Oh nee, guck mal. Das hat ja fast von was, Herr Doktor, irgendwas stimmt mit meinem Urin nicht, ne? So ein ganz bisschen. Mehlfaktor habe ich 0. 0, absolut niedrig. Absolut 0. Vielleicht können wir das auch einfach haben mit Pfeil. Haben wir denn 0? Ja, wir können, oder wir machen einen Pfeil runter, Pfeil Seite, Pfeil hoch. Im Sinne von hoch, niedrig, mittel, so. Und dann hier machen wir A, B, C oder was? Und Smileys machen. Ja, oder? Ja. Lass es doch bei Zahlen bleiben einfach. Ja, oder? Aber wenn wir wollen es ja international halten. Genau, aber wir haben uns ja geeinigt, dass die Säureskala mit 1 bis 5 durchaus deutlich differenzierter ausgestaltet ist. Und der Mehlfaktor vielleicht mit 1 und 3, 1 bis 3. Das ist so verwirrend. Hier 1 bis 5 haben, hier 1 bis 3. Deswegen bin und ich ja von 2 bis 9. Pass mal auf, wir machen einfach den Pfeilindikator. Gut. Fick die Henne, ich sag's euch, das ist schon wieder hier ein Captain Kotzer auf Kaperfahrt. Boah, guck dir das an, guck dir das an. Jetzt muss ich ja noch den Pfannenschwerpunkt beachten, weil wir die geile
Hobby-Kochplatte von Bestron hier haben. Wir hatten noch mal die von Tensington House oder Tarrington House. Die war auch nicht gut. Ach, die hat sich vor allem immer entschieden, welche Platte mache ich heiß. Ich hoffe, die ist in der Lage, beide Kammern gleichzeitig zu erhitzen. Das ist wirklich ein Scheißtag heute. Ich hab einen Indikator gefunden. Und zwar die Handabreißtechnik. Also für diese wechselnde Oberfläche, um euch das zu verdeutlichen. Wie gesagt, es ist ein Widerstand. Es ist so, man merkt, man bleibt stecken. Vielleicht ist das naturgegeben. Vielleicht ist das, wie du gesagt hast, durch ein Nachhelfen mit einer Wachsschicht, damit es mehr glänzt. Weiß ich nicht. Aber wenn ich einen schnellen Abriss mache. Hörst du? Da hört man schon so ein bisschen, die Haut sagt, lass mich kleben. Oh ja, tatsächlich. Ne? Und jetzt versuche ich mal denselbigen Test mit dem vermeintlich glatten Produkt. Pass auf, jetzt bin ich mal gespannt. Ha! Leicht, aber es hat einen höheren Klang. Es hat einen leicht höheren. Das andere hatte eher so ein. Das kommt direkt, ey, das ist. Ich habe letztens wieder mal eine Doku gesehen über die Grabkammeröffnung von Tutankhamun, die ja auch über Jahrtausende quasi verschlossen war und wurde geöffnet und es wurde eingeatmet und viele Leute sind gestorben, möglicherweise an Mikrobakterien. Das ist gerade dieses Gefühl, was ich hatte, als ich den ersten Schnitt angesetzt habe, dass ich diese vakuumversiegelte Verpackung direkt in meiner Nase mit ihrem Inhalt schon prominent festsetzt. Hier ist nichts, hier wird nichts brutzeln. Ey, meine Hand hat noch nicht mal Angst vor der Pfanne. Was genau machst du gerade? Vielleicht nimmst du uns einfach mal mit auf die Reise der Erkenntnis. Ihr müsst euch das vorstellen, wie so, als ob, wenn die Zunge so eine Schlucht ist, der flitzt da einmal durch. Wie so eine Flutwelle, die einmal quer durch die Zungenschlucht fährt. Und der legt sich eher so ein bisschen pelzig einmal quer drüber. Wie so ein Burger-Patty, was zu groß ist fürs Brötchen, also wie man es eigentlich liebt. Hört ihr das? Klopf, 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 wer klopft denn da im Ei? Ein Osomoko, tiefgefroren, will frei sein, 1, 2, 3. Och nee, das wird wieder so ein zarten Schwabbel-Scheiß. Und Leute werden sagen, das Schwabbel ist das Beste, das gibt den Geschmack. So muss es sein, du weißt das nicht zu würdigen. Und ich sage, ja, ihr habt recht, aber ich kann es nicht ändern. So, oh! Hier kam, sorry, es kam gerade beim Wenden wirklich genau dieser Hauch von, diese Streichelzoo-Romantik kam gerade auf. Dieses schöne so, ihr kennt das alle, es gibt diese Automaten, da wirfst du dann da irgendwie 20 Cent ein, kriegst dann dieses Streufutter, steigst über die Barriere in den geschützten Ziegen-Streichelzoo-Bereich und es stinkt einfach wie Hulle. Und genau so schmeckt es eben auch. So sehr man von Zucker halten kann, ja auch was man möchte, ist es ja nun doch so, dass der Genuss von Süßstoff dieses Gefühl gibt, dass man ein Eisenrohr geschluckt hat irgendwann. Ne? So dieses Auskleiden mit so Rostgeschmack im Rachen, der so nach der so nach aufsteigt. Man sitzt schon im Kino und dachte, man hat sich die Zähne geputzt und dann kommt plötzlich dieses Gefühl von, hä, sag mal, arbeitest du im Stahlwerk, Schatz? Nein, ich hab Eistee getrunken. Aber er riecht schon für mich mehr nach dem, was ich nicht mag. Gut Apfel. Gut Apfel. Heaven, der Weihnachtsmann, kommt heute mit der Rute ran. Böse Kinder und auch Liebe, heute setzt es für alle Hebe. Kevin, der Weihnachtsmann. Welchen Geschmack du jetzt genau da wahrnimmst, weiß ich nicht. Das ist noch ein kleines Apfelbärtchen hier oben. Apfelschleckermäulchen. Keine Panik in der Küche, dann wird das Essen sicher nicht gut. Bleib mal locker in der Küche, als ob man das doch jeden Tag tut. Richten wir die Taler an. Boom, da ist ja Ziegenkäse dran. Gucken wir, ob es uns schmeckt oder er die Kotze weckt. Das ist der Vorgang von Ahaldi. Was Leckeres aß ich immer nie. Und die Bohnen werde ich nicht schonen im Speckmantel, dem fettigen Bart. Speckmantel, dem fettigen Bart. So. Der Ofen muss aus. Die Kinder gehen raus. Vor der Tür steht Kevin und packt den Knüppel aus.
Hast du von der Schokolade heimlich heut genascht? Halt dem Kevin die Hand hin, dann macht es pitsch, pitsch, patsch. Und nach den Tränen Schokolade. Nichts reimt sich auf Schokolade. So steht es im Haus drin. Knackfaktor? Ist definitiv niedriger. Also mindestens Mittel. Ich hätte jetzt fast gedacht, wenn du eben Mittel gegeben hättest, müsstest du konsequent nach unten gehen. Wir können auch einen 45er machen. Gut, dann weichen wir davon ab. Ja, komm, machen wir. Machen wir das. Und damit hätten wir auch wieder Zahlen nutzen können. Alles egal. Weil eigentlich willst du ja nicht, dass er von außen riecht, weil du willst ja, dass der Geschmack drin bleibt. Jeder Geschmack, den du rausriechst, ist später nicht mehr drin. Absolut. Das ist wie bei Unterhosen. Sanft gesüßt, aber hier hat man ja auch schon gesagt, hier wird mit Süßstoff nachgeholfen. Ich habe noch nicht das Gefühl, so viel sei gesagt, dass ich zum Roboter mutiere. Weil er fühlt sich leicht wächsern an, aber wächsern technisch zwischen. Ich noch nicht ganz verstanden, dein Test, aber ich schaue ihn mir immer gerne an. Pass auf, einmal noch. Vielleicht ergibt er auch keinen Sinn. Dann lass mich eines Besseren belehren. Ihr kennt mich. In der Weihnachtsbäckerei gibt's mal wieder viel Geschrei. Peter klaut dem Mann seinen Tour Urban in der Weihnachtsbäckerei. Gibt es wieder viel Geschrei. Ach, schaut mal, da kommt Beate mit dem Kopf von der Renate. Oh, ja. Da hast du das Gefühl, der Kiefer braucht einen Hilfsmotor. Merke ich jetzt schon. Im Haus vom Weihnachtsmann, da sind noch Lichter an. Ist das die Weihnachtsfrau? Jawohl, die alte Sau. Und die Elfen und auch Rudolf sind heute festlich bei den Ludolfs, denn es weihnachtet sehr. Yippie, 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 yeah. Ich habe wirklich Angst davor. Guck mal, kann ich nicht essen. Ich hab wirklich probiert, Julia. Ich hab probiert, kann ich nicht essen. Es ist einfach nicht mein. Ich mag diesen Geschmack einfach nicht. Auch nicht übertrieben süß, aber es hat einen unangenehmen breiten Geschmack. Das ist wirklich so wie der eine Gast auf der Party. Du weißt nicht genau, warum du ihn nicht magst. Irgendwie ist er dir nicht sympathisch. Du kennst ihn nicht, du redest mit ihm und kannst dein Gefühl, kannst du nicht richtig Ausdruck verleihen. Und möglicherweise, aber das ist natürlich der Eistee noch, das ist er noch schuldig, möglicherweise ist es dann so, wenn du am nächsten Morgen aufräumst, dann ist derjenige gewesen, der dir irgendwo in die Ecke gekackt hat. Da, wo die letzten Sehnen sagen, hey, nee, trenn mich nicht, wir gehören zusammen. Oh, du fieser Mensch, ja. In das gesamte Moment mal, es gibt einen Unterschied zwischen Knack und Biss? Naja, also für mich ist der Knackfaktor ursächlich der Moment, wo du in die volle Frucht eintauchst mit deinen Zähnen und du merkst, oh, das kann ich nicht einfach rausschaben, hier muss ich schon ein bisschen nacharbeiten. Ich habe teilweise vielleicht sogar das Gefühl, dass das Fruchtfleisch und die Haut drumherum so stramm sitzen, dass sie mir unter Umständen sogar das Zahnfleisch nach unten schieben, weil ich will den Kampf gewinnen auf Anhieb und ich will nicht nachbeißen. Ich find's ein bisschen trocken. Ein bisschen zu scharf und Schwabbel hat gerade mal kurz. Hat sich irgendwie an Deck gemeldet. Der hat eine unangenehme Säuerlichkeit. Nichts gegen eine Säuerlichkeit. Aber wenn sie unangenehm wird, dann ist es definitiv die unangenehme Art von Säuerlichkeit. Du testest heute alle Ziegenfrischkäses. Nee. Ich habe drei Haupt. Du musst dir die Sendung angucken. Also, das ist Weihnachtsgerichte komplett. Du kommst, also jetzt, du störst nicht nur die Stimmung. Du darfst ihn jetzt bitte essen. Ja, schon kalt. Ja. Aber. Was heißt ganz gut? Auf der Intensität, also ich habe eine Ziegenkäsephobie. Ja. Auf der Skala der Intensität, was Paarhofer Geschmack dieser angeht. Speck, da habe ich manchmal das Gefühl, das ist Fake-Speck. Also eigentlich nur so eine braune Masse, die sie so airbrushen. Das ist eigentlich gar kein echtes Fleisch.
Wie das Innere von Tortellini, fertig Tortellini. Ja, das ist. So graue, wie so graue Masse. So, aber wie, hat denn, wie intensiv war der Ziegenfrischkäse für dich? Echt? Ja, schmeckt auf jeden Fall nach Ziegenarsch, ja. So, Micha Reinke bringt das auf den Punkt, was ich nicht kann. Diese Sorte ist für Allergiker geeignet. Wahrscheinlich für Apfelallergiker, nehme ich mal an. Das ist jetzt ja sowas, wo ich sofort wieder denken würde mit meiner üblichen Angst. Es steht Light drauf. Oder es steht glutenfrei. Oder es steht für Allergiker. Ach so, das ist irgendwas ganz Entscheidendes fehlt, so wie alkoholfreies Bier. Ich verstehe schon, so, ja. Weißt du? Das ist aber natürlich Quatsch. Das saftigen, ist eine Assoziation. Saftigen Allergene, die ich so gern habe. Ja. Ich weiß nämlich zum Beispiel die Lieblingscurrywurst, um noch einen Minimalexkurs, in der Lieblingspommesbude meiner Heimatstadt. Bei der stand explizit immer dran, mit Phosphat. Ja. Bei allen anderen Imbissbuden stand nicht mit Phosphat dran. Und das hat bei mir einfach dazu geführt, dass ich einfach für mich die Entscheidung getroffen habe, offensichtlich bin ich ein Phosphat-Fan. Ich habe keine Ahnung, ob man es schmeckt, Geschmacksrichtung, ob es gut Phosphat für mich ist. Ja. Also ganz interessant, man kann hier auch mal den Apfelstammbaum darstellen. Aber bei den Äpfeln ist es doch, glaube ich, so, bei den Kreuzungen von Äpfeln, da darf sich der Sohn mit der Mutter auch durchaus mal ins Bett legen, natürlich, oder? Natürlich, ja, klar. Gehört wahrscheinlich sogar zum guten Ton. Kennt ihr solche Konflikte? Tut mir leid, ich will nicht immer aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Aber ich muss das einfach mal mit euch abgleichen. Oder ihr könnt es abgleichen. Ich habe jetzt zwei Hände, ja? Ich habe in der einen Hand die Pfanne, die ich wegstellen möchte. Und in der anderen Hand wollte ich einen Topf nehmen. Und wie ihr seht, sind diese Töpfe ineinander gestapelt. Und ich habe gerade versucht, das so loszurappeln, dass dieser eine Topf abgeht. Und habe nicht direkt hier, das seht ihr nicht so richtig, ich kann aber die Pfanne nicht hinstellen, einfach auf den Boden, aber das will ich nicht. Und es gibt dann diesen, irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, es klappt nicht, du musst dich jetzt entscheiden, stelle ich die Pfanne weg, damit ich mit beiden Händen das abrappeln kann. Dieses Gefühl von, was ist jetzt der beste Weg? Ist der Point of No Return schon überschritten? Beschäftige ich mich unangemessen lange mit diesem Problem und versuche weiter, es so zu lösen wie angefangen, oder muss ich jetzt einfach umsatteln, damit es schnell weitergeht? Und das ist so eine Situation, die kann mich in den Wahnsinn treiben, weil das sind immer die Kleinigkeiten. Es sind die Kleinigkeiten, die einem das Gefühl geben im Alltag, es gibt ein höheres Wesen da draußen, was aber auch nur dazu abgestellt ist, dich persönlich zu ficken. So, jetzt kann ich das hier nehmen und kann wahrscheinlich ganz elegant. Was ist das denn für ein scheiß Stapelgeschirr? Ich stelle mich wirklich nicht an, das ist einfach nur Scheiße. Gott. Mir fehlt was, mir fehlen die Allergene. Das kennen wahrscheinlich nur die Männer unter euch, wenn Urinale in öffentlichen Kneipen oder so verstopft sind und die Leute irgendwann aber zu faul werden, das Urinal daneben zu benutzen oder irgendein anderes funktionstüchtiges Klo und der Wirt oder die Wirtin es zu spät merken, dann bilden sich da so wahre orangefarbene Pissoir-Seen. Und jetzt wirklich, ohne Witz, ohne Witz, das riecht so. Das riecht unanständig. Ist es dir schon mal passiert bei dieser Taktik? Die ist ja nicht ungefährlich, was du da machst. Mal kurz, um Technikfragen aufzubringen. Dieses, du schneidest mit der Schnittkante gegen den Stützdaumen. Ja. Dass dir durch, weil du vielleicht ein sehr mehliges Exemplar hattest, dass dir die Schnittkante einmal komplett in den Daumen reingerissen ist? Ist noch nicht passiert, weil ich ja natürlich gegen Ende, auch aus einem Selbsterhaltungstrieb, aber auch einfach um diese Apfelform zu gewahren, natürlich am Ende wieder hochgehe. Sodass, wenn ich gegen Ende die Kontrolle verliere, ja eigentlich dann eher direkt in Augennähe landen würde und mein Daumen verschont bleibt. Es klingt auf jeden Fall so, als ob man eine gewisse Aufmerksamkeit mitbringen müsste. Wenn man und genau deswegen mache ich es ja. Das habe ich am Anfang gesagt, die Aufmerksamkeit, die investierst du in den Apfel, aber die kriegst du zurück beim Essen. Hier, ja, kannst du das vielleicht mal einfangen, wie sich das hier biegt? Geht das? Hier, guck mal, wie ich ziehe, was für eine übermenschliche Gewalt ich hier anwenden muss und es passiert nichts. So, und jetzt ist es passiert. Jetzt ist hier der Nupsi abgerissen. Warum produziert er so eine Scheiße? Guckt hier, da ist der Lümmel und hier ist noch die komplette Verpackung drauf. Das ist doch scheiße. Dann lasst sie doch einfach weg und sagt bitte mit dem Messer vorsichtig aufschneiden. Was soll denn diese trügerische Ruhe? Eine Korrelation, ist genau zu sagen. Weil lass mich noch mal den Messer testen. Ich weiß, man muss umrühren. Keine Sorge, habe ich nicht vergessen. Ich bin ganz schön gewieft.
So, der Püree. Ich hätte natürlich vergessen, ihn zu rühren. Ganz so gewieft bin ich dann doch nicht. Oh, Mann. Mach vielleicht noch mal den Leckmichel. Oh, wow. Ja? Ist es sofort so ein. Ja, da sind wir doch zu Hause. Du meinst, du willst dir auf die Toilette legen als Duftstein? Oder, ja. Ja? Oh, wenn mir jetzt jemand sagt, begib dich auf eine Gedankenreise. Du gehst den Gang entlang. Du öffnest die Tür vor dir und atmest tief ein. Wo bist du? Hätte ich jetzt sofort gedacht, Herrenklo. So sieht's so aus. Ja, so ein bisschen was im Biomüll zusammenkommt, aber vertraut mir, ich glaube, das wird geil. Ja, da kann natürlich der Püree jetzt auch nichts für, oder das Püree, dass es sozusagen sagt, ach, wieso, ich dachte, du trägst ja auch Grau heute, Ragufer. Ja, ich dachte, du trägst kein Grau. Du bist doch Püree. Ja, das habe ich nicht gewusst. Haben wir uns schlecht abgesprochen, ne? Jetzt haben wir beide dieselbe Garderobe. Und das sind jetzt auch einfach nur so drei Haufen. So, der Weihnachtsteller vier Jahreszeiten. Für den Winter hat es nicht mehr gereicht. Warte, einmal noch, um euch das. Oh, der riecht ja fast nach Latex, ey. Ich check den Text. Ich check diesen Test nicht. Also, dir geht es jetzt um Reibung oder um Klebkraft? Nee, genau, es geht um die Klebkraft. Es geht quasi, vielleicht kann ich das ganz schnell einmal visualisieren. Ich kann es nicht. Das ist schon so ein bisschen. Wir gehen zum ersten Mal zum Hafen. Und da gehen wir nicht gleich an so einen stinkigen Oldschool-Hafen, sondern an so einen Fancy-Hafen, wo das so ganz Nuancen rüberkommt, dieser Algen-, Brackwasser-, Fischgeruch. So schmecken die. Du willst nicht verschreckt werden und sagen, Gott behüte nie wieder ans Meer, Papa. Sondern du willst langsam darauf vorbereitet werden, dass es auch andere Häfen gibt. Das ist das, was ich gerade bei den Garnelen wahrnehme. Das ist ein ganz sanfter, minimaler Hafengeschmack. Aber ich will euch nichts vormachen. Wenn ihr quasi, wenn für euch die Hafenromantik, das ist, was für mich das Paarhufer-Problem beim Ziegenkäse, dann werdet auch ihr hier sagen, sorry, ich habe gesagt, ich will in die Berge. Was ist daran so schwer zu verstehen? Wenn du mir den vor die Nase halten würdest bei einer Blindverkostung, würde ich sagen, das ist höchstwahrscheinlich kein Cheeseburger, sondern ein Apfel. Get that wet and peachy taste. Shireen David bringt deine juicy Fantasien ins Eistee-Regal. Ach Gott, da werde ich ja direkt, werde ich ja richtig inspiriert gerade. Boah, ordentlich saftig. Hier, ich habe quasi, man sieht hier das Saftmal, was mir am Kinn runterläuft. Ja, aber das ist wirklich ein gutes Zeichen. Also der Koch, ja. Der Koch achtet darauf. Wer nicht sabbert bei einem guten Apfel, der hat es auch nicht genossen. Schmeckt mir nicht für mich wie ein Standard-Ragufa. Es ist weiches Schlabberfleisch, das sich am Gaumendach von der Zunge widerstandslos zerreiben lässt. Der hat auch ich so weiß nicht, woran es liegt, aber ich muss einfach mal sagen, das riecht einfach wie ein Kondom. So. Muss man einfach mal sagen. So, jetzt sage ich dir nämlich, was ich gerade hatte. Es riecht nach Plastik. Mhm. Und da sind wir ja schon mal in einer ähnlichen Familie unterwegs. Da haben wir uns schon mal auf dem Kontinent geeinigt. Ein bisschen was von schlecht getrocknete, mehrfach benutzte Spüllappen. Die haben ja auch so einen Geruch, den man mal an Fingern dann noch so hat und so denkt, oh, wasche mir direkt die Hände, ja, ausnahmsweise ja. Es ist eine Rue de Palavin, Santiago, 1981. Ihr wisst schon, wie man ihn bekommt in der Rue d'Atalamore, da neben der Trattoria Vincente. Das ist also in der Nähe von Saint-Alamy de la Pierre. Das ist diese entlegene Gegend in der Provençal, also an der Costa de l'Amour. Ihr wisst das schon, da in diesem entlegenen. Und da gibt's diese bezaubernden kleinen Straßen, diese Gässchen, die Einheimischen die Rue de la Mortina nennen. Und da gibt's eben jene Boutique. Wenn ihr mal Urlaub macht in der Gegend, dann könnt ihr diesen Wein genießen. Wenn er noch erhältlich ist, dann ist es immer ein sehr, sehr beliebter Jahrgang. Ich würde sagen, da ist ein bisschen Elster drin. Bitte. Santana ist eine Mischung aus Priscilla und Elster. So! Tatsächlich. Bam. Wow. Dieser Mann sitzt nicht umsonst auf diesem Stuhl, muss man auch mal sagen. Ich fühle mich gerade wie ein Wettkönig, weißt du? Ja, wirklich. Auch die Zuschauer rufen für mich an. Ich krieg die 500 Mark. Sieht ein bisschen aus wie, wir machen einen Herbstspaziergang im Wald, ne? So dieses Laub. Wo man nicht weiß, ist das jetzt ein Tannenzapfen? Ist da, vielleicht hat sich da auch so ein kleiner Hundeköttel runtergemischt?
Aber da muss man sagen, das ist, glaube ich, auch für den Brayburn nicht repräsentativ. Das ist einfach ein Riesenäumel. Das ist ein Wahnsinns-Johnny. Den muss ich mit einarbeiten. Ist, ist ich muss doch eigentlich eine Schleife drin. Für mich schlecht. Ja. Für mich ja. Ja, okay. Ganz schlimm. Okay, gut, okay. Mähigkeit, also das ist dieses Gefühl von wirklich einfach in so eine Sandkiste zu beißen. Ja. Das ist das, was ich beim Apfel nicht haben möchte. Kakaomus mit Ricotta-Molken-Eiweißkäse. Das klingt nämlich dann hinten nicht so lecker wie vorne, ne? Kakaomus klingt besser mit Ricotta und dunkler Schokolade als Kakaomus mit Ricotta-Molken-Eiweißkäse. Das würdest du so nicht auf die Speisekarte schreiben. Oh, irgendein das Organ genau meldet sich gerade. Welches Organ ist für die Säure zuständig? Ich glaube, die Milz. Irgendein Organ sagt, sorry, Leute, habt ihr einen Schaden? Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Aber es ist so ein bisschen tropfig, ne? Ja? Seht ihr den kleinen Schokoäumel, der vom Löffel da gerade sagt, so, ich warte nur noch drauf, ich traue mich noch nicht zurückzuspringen. Aber es wird nicht dazu kommen. Aber in diesem Fall fehlt einfach noch der Konterpart. Das ist wie das große Orchester, wo der Chor krankheitsbedingt zu Hause bleibt. Es klingt immer noch gut, aber du weißt, es fehlt was. Kommen wir zur Wand der Wahrheit, a.k.a. Tafel. Tafel. Eine niedrige Wertung hier kann auch ihre Vorteile haben. Wenn du sagst, ich will einen moderaten, ich will einen zurückhaltenden, ich will einen subtilen Apfel, mit dem man nicht viel falsch macht. Wenn da irgendwie Leute rüberkommen, Verwandte kommen zur Apfelparty, kannst du auch gerne so einen in den Korb mit reinnehmen, ja, weil da machst du nichts falsch. Da hast du irgendwie für Oma einen dabei. Klar, die beißt sich da schön die Zähne aus, aber was den Geschmack angeht, ist das dabei. Und kannst du ausdrücken, ausquetschen und ist hart. Also, es ist speziell, aber nicht die gute Art von speziell. Das ist eher so speziell, geben Sie mir noch mal, wollen Sie hier irgendwie ob er Gernhardt Spezial haben noch? Was ist das denn? Lass dich überraschen. Das sind die Reste halt, ne, vom Tresen. Das ist das Spezial und nicht, das ist irgendwie zusammengekippter Ranz. Bah. Ich glaube, auch ein Grund, warum du den Apfel so gerne magst, ist, das habe ich gerade auf Wikipedia gelesen, dieser Apfel ist für Allergiker besonders ungeeignet. Das ist quasi der Phosphatapfel. Ja. Also, was auch immer für Apfelallergien verantwortlich ist, hallo, hallo, hier ist es drin. Es hat natürlich durch die Trüffel insgesamt so ein leicht, so ein Grauschimmer, wo vielleicht Leute sagen, oh, hast du da irgendwie Staub untergemengt oder soll das so? Aber wenn du es probierst, stellst du dir die Frage nicht mehr, weil es wirklich gut schmeckt. Riecht so ein bisschen wie grober Jutebeutel. Ja, das ist ein bisschen strohig. Oh. Biomüll. Aha, also hier haben wir den Cyfresh, Markenbezeichnung Jazz und ja, Markteinführung 2003. Also würde ich sagen, von allen Äpfeln, die wir hier gesehen haben, der modernste, der neueste. Okay, also das ist sozusagen der, das ist der Stand der Newcomer, Technik. Das ist der Newcomer, ja, das ist State of the Art. Ja. Cutting Edge Apfeltechnologie. Also das ist potenziell der Mendel Award 2021 sozusagen, ja? Okay, dann lass mal. 2003, auch schon 18 Jahre alt. Aber ja gut, das aber ist guck, der Neues, wenn denk an Granny Smith, Antiken. Da weiß man ja, ja, nicht ja, mal mehr, ja, ja, was sie da gekreuzt hat auf ihrem schwarz-weiß Foto. Ja, es ist ein bisschen schwierig, die jetzt irgendwie. Komm, ich baue jetzt mal so kleine. Ich überlege gerade, was ich mit zwei. Ich nehme jetzt mal eine doppelte Portion. Ist ja Weihnachten. Ob ich das jetzt irgendwie so ein bisschen. Boah, das ist richtig stumpf. Ich merke schon, dass meine. Durch diesen stumpfen Teegeschmack im Mund, dass meine Zunge Mühe hat, so durch den Mundraum zu flutschen, weil sie quasi so gestoppt wird von dem Stolpertee, der sich am Gaumen absetzt. Habt ihr das gehört? Ich mach's nochmal. Das ist ein Arbeitsapfel. Ja. Aber auch ein Süßapfel. Ja. Ich habe einen leichten Schaden schon verursacht und direkt kam mir die Süßigkeit sozusagen in den Mund gespritzt. Parmigiano Reggiano. Das ist auch, ne, könnte, meine Damen und Herren, 20 Jahre haben sie auf ihn verzichtet. 20 Jahre haben wir nicht mehr gehört, deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir ihn jetzt nach 20 Jahren wieder auf der Showbühne begrüßen dürfen mit einem Medley seiner größten Hits. Hier ist Parmigiano Reggiano, ne? Und dann kommt er da rein und sagt so: Amore, tutte fiesta, alla incesta, e bongola, ay, amore, je veux adore, in la patere, la talane, cantelai. Ich mag ihn. Ich mag ihn, muss ich sagen. Aber auf dem Stuhl, wo normalerweise die Säure ihren Platz nehmen würde, sitzt gerade niemand. Würde ich fast sagen. Mhm. Also das Säurelevel, das ist so. Nee. Ach, der ist krank. Die Säure ist, ja, ja. Ist Herr Lehrer, Entschuldigung. Ja. Ja, ne? Also kannst du auch so nicht auf die Bühne schicken.
Das sind wie die Village People und nur der Indianer tritt auf und er denkt, die anderen kommen gleich. Aber sie kommen nicht. Das musst du halt im Vorfeld wissen, ne? Bevor du die Tickets verkaufst. Er riecht nicht so, dass er mir schmecken müsste, sag ich jetzt mal ganz ehrlich. Oioioi, guck mal, hier war so ein braun Saftring in der Mitte. Das ist ja interessant. Ist das jetzt schon hier angeschlagen? Oder ist das noch mal so eine Art Fruchtfüllung, so wie bei so einem Kaubonbon, dass du in der Mitte noch mal so ein bisschen so Zeug hast? Ich find's eher, für mich ist das eine Spur unseriös. Ne? Und so ein bisschen Karius, der schon im Zahn hackt und klopft, weil er sich freut auf zuckrige Arbeit. Ich habe richtig Bock, den besser kennenzulernen. Und das ist für mich eines der größten Komplimente, das man in einem Apfel machen kann, ja, ist zu sagen, ich kaufe dich jetzt einmal in der Woche und mal schauen, wo die Reise hinführt. Vielleicht nach einem Monat sehen wir uns nie wieder, aber ich habe Lust, diese Reise mit dir zusammen zu gehen. Und das, finde ich, ist einfach schon ein gutes Zeichen. Ja, das Thema ist auf jeden Fall noch nicht aufgegessen. Wir haben nur einmal abgebissen. In diesem Sinne, bleibt gesund, werdet rund, Weihnachten, sagt Collins Mund, bis nächstes Jahr. Ich wünsche euch was. Ich gehe jetzt erstmal auf den Pott.